zurück zu Final Fantasy 15. Weiter geht's mit der Quest Familienbande. Noch 4 Kilometer bis dorthin. Mich würde auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Ende des Videos ein Like da lasst, ein Kommi oder auch ein Abo. Würde mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt würde ich sagen, ab zu der Quest. Ja, gute 4 Kilometer noch. Schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ist, glaube ich, eine Hauptquest sogar. Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Was? Mehr Fotos von Gladio? Ja, mach wie gehabt. Eigentlich nicht. Mach einfach weiter wie immer. Okay, ganz wie du wünschst. Okay, Prompto wird auch weiterhin alle gleich oft fotografieren. Okay. Immer noch nicht gecheckt, was es mit den Fotos auf sich hat. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was es genau bringt, wenn man da, ob man mehr Fotos speichern sollte oder eben nicht. Ich werde ja ganz nass. Mach zu! Okay, es regnet. Drei Kilometer noch. Iris in Lestalum treffen. Familienbande. Schauen wir mal. Okay, der Tank sieht eigentlich noch gut aus. Ein bisschen über die Hälfte noch müssten wir eigentlich locker dahin schaffen. Schneller fahren hier. Wow, guckt mal! Der Meteor! Genau. Und er brennt bis zum heutigen Tage. Versorgt so ganz Lestalum mit Energie. Ehrlich? Ähnlich wie Insomnia mit seinem Kristall. Ich glaube, ich verstehe. Die Cortez-Platte. Hey, Noct, möchtest du ein Foto vor dem Meteor? Ja, mach mal. Komm. Coole Idee. Machen wir nicht an. Okay, nichts wie hin. Fotoshooting auf der Platte am Zielort fotografieren. Mei. Dreht ihr jetzt hier um oder was? Nee, bleib hier stehen, komm. Fängt an zu regnen. Okay, gehen wir mal dahin, lassen wir den ein Foto machen. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich werde wahrscheinlich mit der Steuerung wieder mal erst ein bisschen klarkommen müssen, aber da bin ich normalerweise schnell drin. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme! Yep. Speichern wir das. Okay. Gut. Großartig. Weiter geht's zur Hauptquest. Dann wenigstens ein paar IP. Mei, jetzt kommen wir hier wahrscheinlich nicht hoch, oder? Mei. Muss ich da hinten hochrennen? Noct, ich höre Magitech-Motoren. Ah, hier ist... Ressourcen. Winzige Feder. Ist das lästig. Klappe zu, Monster tot. Was soll das da? Los, Pronto! Adieu! Ignis! Du bist ja richtig im Fahrt! Auf dich ist alles! Ade! Los,
los geht's. Wie ist es hiermit? Vortrefflich. Echtes Teamwork. Ja. Wo hast du was denn? Ja. Ja. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Na, auf welcher Seite stehst du? War keine Absicht. So, ab zum Auto und weiter zur Hauptquest. Weiter geht's. Ja. So, automatisch fahren, fortsetzen. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Kilometer noch. Ein bisschen Musik an hier, das ist so langweilig. Los. Okay. Nein, wir wollen nicht parken. Der lang, sag mal. So, der muss doch lang hochfahren, oder wie? Okay. Jetzt sind wir gleich da. Gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Toll, dieser Tunnel. Irgendwie echt schön. Wie die Stadt wohl aussehen mag? Bobby. Wow! Hey, hey. Ziemlich große Stadt, was? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Große Stadt hier, hey. Eine Seilbahn! Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Hey, werden wir bestimmt rausfinden, wo man da hinfahren kann. So, Tank ist noch halb voll, circa. Oh, ganz schön heiß hier. So, dann schauen wir mal, ob wir die... Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Nicht, keine Kohle, Mensch. Fertignudeln, was? Die gibt's also auch hier?
Wir könnten ein paar Packungen kaufen, für den Notfall, wenn uns die Zutaten ausgehen. Gut, demnächst mal. So, okay. Mann, so viele Leute! Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Was für ein Druck. Aufgabe aktualisiert, Familienbande mit Iris im Hotel Leville sprechen. Okay, 100 Meter circa weg. Gehen wir da gleich mal hin. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich kracht uns hier. Oh. Wow, habt ihr das gespürt? Das Erdbeben gerade? Hätte irgendwie eine Vision gehabt. Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg. Okay. Iris! Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst du aus. Magieflakon. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Hm, fürs Erste. Lass uns nachher unter vier Augen reden. Gern. Das war jetzt die Quest, oder was? Jared und Talcott, schön, euch zu sehen. Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergebt meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis, gute Nacht. Gute Nacht, schlaf schön. So, und schauen wir mal, was sie zu erzählen hat. Iris, wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noct, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja, danke dir. Was ist? Noctis, Luna Freya. Sie war vor einer Weile hier in Lestalum. Sie hat die Stadt sofort wieder verlassen. Aber wenigstens ist sie am Leben. Verstanden. Danke. Also dann, ruht euch erstmal aus. Okay. Ist Teil um. Nein! Geht's mit ein paar IP nicht aus? Na doch. Okay. Stufe 18. Ach, ich müsste mal fischen gehen, ja? Aber ich habe keine Lust zu angeln. Speichern mal. Der nächste Morgen. Na endlich, du Schlafmütze! Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Talcott spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Los, lasst uns auch gehen. Okay, gehen wir mit, schauen wir uns die Stadt an. Okay, gehen wir. Klasse, ich führe dich rum.
Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Muss es hier lesen. Annotation der Kosmogoni. Die Pakte. Aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren, als die Kosmogoni erfasst wurde, datiert ein Schriftstück, das von Pakten spricht, die Kanagi mit den Göttern schloss. Die Pakte sind eine der seltenen Gelegenheiten, zu die Götter sich vor den Menschen zeigen und ihre Stimmen Gehör schenken. Ah, ich glaube, das sind vielleicht die Bestia-Beschwörungen. Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Alles klar. Komm schon, mir nach. Ja, komm doch schon, Mensch. Bei Nacht ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Genau, renn mal los, komm. Das ist der berühmte Partellum-Markt. Hier findet man alles. Macht das nicht Spaß? Ich würde am liebsten alles kaufen. Na, kauf doch. Unbeeindruckt zeigen. Ja, das ist schön. Ach, Nocht, kannst du nicht mal so tun, als hättest du Spaß? Sieh dir doch nur all die tollen Sachen an, Nocht. Wartest du kurz? Ich möchte was kaufen. Oh, Frauen und Shoppen wieder. So, fertig. Also. Als nächstes geht's weiter zum Kraftwerk. Na komm. Ich renn mal vor. Na, warte mal, wir sind hier. Geh weg. Egal. Was hat denn der hier? Alles frisch von den Vorlochhöfen. Kaufen? Was hast du denn schön? Behemoth-Filet. Gemeinhin als die feine Sorte Fleisch gehandhabt. Durch seine außergewöhnliche Textur eignet es sich zur Verarbeitung in jeder Art von Gericht. Boah, das ist teuer, ey. Eklig schön. Nö, da kaufe ich nix, weil das zu teuer ist. Freue mich auf den nächsten Besuch. Schon weiter, ey. Gehen wir weiter bummeln. Kann ich hier den Schokobo? Nee, kann ich nicht. Das wäre zu geil gewesen, wenn ich mit dem Schokobo durchrennen könnte. Verrostete Münze. Okay. Das ist das Kraftwerk anscheinend. Das ist das Kraftwerk. Hier wird die Energie für die Fabriken gewonnen. Toll. Aber halt dich fest, in Lestalum übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Sowohl im Kraftwerk als auch in den Minen und Fabriken. Da kannst du doch mal arbeiten. Du bist ja Feuer und Flamme. Vielleicht solltest du dich um eine Stelle bewerben. Ja, vielleicht sollte ich das. Ich finde das klasse, dass die Frauen hier anpacken. Anders als in Insomnia. Nächster Halt, Pekla Panorama Park. Okay, gehen wir weiter. Mir gefällt die Architektur ganz anders als in Insomnia. Mhm. Ah, ich glaube, wir kommen wieder zurück auf die Straße. Wo die anderen sind. In dem Laden hier schmecken die Getränke alle lecker. Ach ja? Ich mache mir Sorgen wegen. Ganz begeistert hier von der Stadt. Hoffentlich kracht das. In so einem Wagen will ich auch gern mal fahren. Ja, nicht schlecht. Der ist voll gelangweilt. Schauen wir uns mal die Aussicht an.
wir sind da, Noct. Am Pekla Panorama. Da hinten ist der Meteorit. Schau doch mal, man sieht den Meteor. Ja, schauen wir mal. Noct, sag mal, ist das jetzt ein Date? Nee. Wenn's so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Keine Angst, ich sag ihm nichts. Naja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. Ob die anderen wieder da sind? Lass uns zurück ins Hotel, okay? Okay, gehen wir ins Hotel zurück. Unser Auto steht da hinten, okay. Okay, das ist meine Tankstelle, schon mal sehr gut. Können wir später gleich mal in den Tank gehen? Einfach herrlich, den Wind in den Haaren zu spüren. Ob die anderen wohl schon zurück sind? So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Noct. Hat Spaß gemacht. Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. Jedenfalls habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft. Gib mir her. Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung. Aufgabe abgeschlossen. Stadtbummel. Da seid ihr ja. Talcott hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Stimmt. Etwas höflicher, Talcott. Ach was, ich bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis, in der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. Es könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Wollt ihr mal sehen? In Ordnung. Vielen Dank, Talcott. Die Höhle hinter dem Wasserfall. Okay, wir schauen erstmal, was das für ein Level ist. Stufe 19. Das glaube ich ist noch ein bisschen hoch. Okay. Ich würde sagen, wir schauen mal zu dem Fragezeichen hier. Was es mit denen auf sich hat. Ah, da kommen wir nicht lang, dann gehen wir hier lang. Die Festplatte steht ja echt in Flammen. Boah, muss ich jetzt komplett rumrennen? Hier, glaube ich, kommt man durch, oder? Warte mal, hier war was, oder? Ja. Heiltrank, sehr gut. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich kracht uns hier nichts zusammen. Was? Aufgabe? Vergeht einem direkt. Oh, bist du zufällig Jäger? Ja, warum fragst du? Naja, weil wir gerade dabei sind, neue Handelsrouten zu sichern, weißt du? Was du nicht sagst. Dafür hatten wir einen lokalen Jäger eingespannt, aber der meldet sich nicht mehr. Das riecht nach Vertragsbruch. Also, falls du deinen Kollegen da draußen treffen solltest, erinnere ihn an seine Pflicht. Der Ramatoga ist ein prächtiger Berg. Okay, den Jäger aufspüren. Nehmen wir mal die ganzen Quests hier an. Hey Junge, bist ein Jäger, oder? Mit einem mobilen Untersatz? Na schon, aber... Dann könntest du mir vielleicht helfen. Wäre super, wenn du meine Waren aus einem liegen gebliebenen Transporter bergen könntest. Der wurde unterwegs angegriffen. Der Fahrer ist getürmt und guter Rat nun teuer. Okay. Omnibus Interruptus. So, dann haben wir hier hinten noch ein Fragezeichen. Das nehmen wir auch gleich mit. Was für ein seltsamer Junge. Ach was, so frech wie der Rest. Was? Hey du, sag mal, du nimmst nicht zufällig Jagdaufträge an, oder? Was? Wieso? Naja, weil wir ein paar Jäger gut gebrauchen können, um unsere Ernte zu sichern. Ich wollte mich eigentlich bei Meldatio melden. Aber wenn du sowieso Zeit hast, dann kann ich mir das ja auch sparen. Details erfährst du auf der Farm. Viel Erfolg! Okay, auf die Jagd nach der grünen Bohne.
So, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Aufgaben. Wir haben jetzt einiges bekommen. Stufe 10. Ist es weiter weg? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da oben. Ah, oh, wir sind ziemlich weit weg. Schauen wir mal, weit das weg ist. 2 Kilometer, mein Gott. Okay, weit ist das weg? 3 Kilometer. Kilometer. Aber ich glaube, ich müsste fast noch ein bisschen leveln, dass ich die Quest schaffe, weil ich glaube, Level 19 ist schon ein bisschen krass, glaube ich. Bei Erdbeben kriegst du also Kopfschmerzen. Ja. Eine Art seismischer Schock für den Körper. Okay, ist hier die Quest. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt schon mit dem Auto hin. Oh. Automatisches Fahren. Und zwar, wir wollen Aufgabenziel. Genau. Fahren wir mal dahin. Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich? Dann schaue ich aber, dass ich gleich. Ja, da war auch noch ein Fragezeichen, gell? Hier grüßen einen alle auf der Straße. Stimmt. Anders als in Insomnia. Schauen wir mal, dass wir vielleicht gleich tanken können. Die Menschen nicht mal den Prinzen. Der denn jetzt? Park? Ignis, halt mal an! Verstanden. Fährst mal tanken, Mensch. So, die General Entertainment. Es wird nur gekauft, was ja, wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Was sagst du so? Tanken leicht. Hier, Mensch. Tanken. Yep. Auf einmal der Sprit hier ausgeht. So, ich würde sagen, Leute, ich fahre jetzt auf jeden Fall zu der Quest hin und mache dann aber hier einen Cut. Und würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zur nächsten Folge, euer Andi.